Fußballfreunde. Guckt euch Olivier Giroud mal an. Der sieht in 50 Jahren einfach besser aus als jetzt. Und Kai Havertz, ah, da redet man lieber nicht drüber. Wir gucken heute, wie sehen Fußballer in 50 Jahren aus? Kevin De Bruyne, Lisandro Martinez, Bernardo Silva, alle mal mit dem Todesball. Oh mein Gott, Emi Martinez, guckt euch den mal an. Das ist so ein richtig, richtig alter Knacker. Richtig, oh mein Gott. Thiago Silva, der ist jetzt schon ein alter Knacker. In 50 Jahren ist der 88 Jahre alt. Da sieht er, hat er sich noch gut gehalten hier eigentlich. Toni Rüdiger mit dem brutalen Bart. Rodrigo de Paul, der sieht auch übelst zass aus. Alisson Becker. Junge, freut euch auf ultrageile Spieler, denn da sind einige Schätze dabei. Unbedingt dranbleiben, Männer. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, da dürft ihr nichts verpassen. Gareth Bale. Rodri sieht, finde ich, ganz okay aus, aber Gareth Bale, was ist denn das? Der sieht aus, als wäre er schon... der Luis Diaz sieht aus, als wäre er irgendwo... Irgendwo der Boss irgendwo von einem Kartell. Jamal Musiala sieht aus wie der größte Achim. Der größte Achim hier. Der größte deutsche Achim aller Zeiten. Dani Alves immer noch mit den Ohrringen ganz, ganz stabil. Marcus Rashford sieht auch sehr, sehr sass aus. Was haben wir hier bei Griezmann? Na, Griezmann geht, finde ich sogar. Auch Mesut. Auch Mesut, guckt ihn euch mal an, wenn man da hinzoomt. Ist jetzt nicht so dramatisch. Jack Grealish. Ronaldo Nazario. Okay, der dicke Ronaldo, der echte Ronaldo, R9. Sieht schon ein bisschen sass aus. Courtois, auch so, ja, der klassische alte Opa. Iniesta, Alter. Da, mein Bruder Iniesta, dem haben sie da wirklich nicht schön getan. Denn das ist ja, das sieht aus, da hast du Hausverbot in jeder, da darfst du nicht in die Nähe einer Schule gehen, wenn du so aussiehst. Ganz ehrlich. Nacho Fernandes. Keylor Navas, Franck Ribéry. Franck Ribéry sieht nicht schlecht aus, finde ich. Für das, dass Franck Ribéry jetzt objektiv mit seiner Narbe und so, also finde ich im Alter jetzt gar nicht so schlimm. Wie wild ist dieses AI-Foto hier von Lukaku? Diese glänzende Glatze, ganz, ganz wild. Ter Stegen geht auch, finde ich, voll. Lukaku geht auch, ja, ist in Ordnung. Kawachalski, Alexis Sanchez haben wir dann auch noch im Angebot. Toni Kroos, der sieht aus wie der Opa, der dir jetzt mal, ja, keine Ahnung, hier, lecker. Heute gibt's lecker Speckbraten. Gibt's Speckbraten? Keine Ahnung, ich esse kein Fleisch, Freunde. Aber Speckbraten? Nee, Schmorbraten? Nee, irgendwie, ist auch völlig egal. Thomas Müller, Wayne Rooney. Thomas Müller sieht auch nicht schlecht aus. Thomas Müller sieht, der Kerl wird auch nicht agen. Der Kerl hat vor 10 Jahren irgendwie schon gleich ausgesehen. Wayne Rooney, den haben sie dafür ganz, ganz... Da, das... Nee. Das... Benzema ist am Start. Marcelo sieht okay aus. Rafael Leao. Von dem kriegt man Angst. Von dem kriegt man halt legit Angst. Da muss ich fast schon gähnen. Ich hoffe, ich bekomme keine Albträume davon. Son. Paqueta ist auch am Start. Trent Alexander-Arnold. Das sieht so weird aus, dieses Foto mit einer Hand hier, einer Hand hier. Na klar, weil sich die einfach so umarmt haben von den Teamkollegen, aber das sieht ein bisschen sass aus. Paredes hat sich gar nicht wirklich verändert, er hat sich jung gehalten. Aber Mbappé sieht wild aus und David Luiz ist ganz, ganz, das ist wieder, da sind wir wieder bei einem ganz, ganz üblen Fall, auch mit diesem Adidas kleinen Stirnbändchen da und dem Haaransatz gefühlt hier hinten am Hinterkopf schon. Nee, Mbappé sieht einfach nur aus, als wäre er ein bisschen eine richtige Wohlstandsplauze, die er sich angefressen hat. Oh, und Frankie de Jong, der sieht aus, uiuiui. Der Mr. De Jong, der sieht aus wie so im Altersheim, wenn er Tabletten bekommt und der ist schon ein bisschen verwirrt und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist und bricht immer aus. So sieht es ein bisschen eher. Meine Fresse. Ist natürlich ja alles nicht böse gemeint, sondern soll einfach nur lustig sein, aber das ist ja auch, die Vorschau ist halt einfach witzig, ja. Granit Xhaka, Petri, die sehen gar nicht alt aus und Lloris sieht dann einfach aus, als wäre er nicht 80, sondern 190. Virgil van Dijk sieht auch wieder aus, als würde er im Breaking Bad irgendwo mitspielen. Ja, Virgil van Dijk, a.k.a. Walter White. Ja, reimt sich ja fast sogar. Nkunku sieht mit seinen Lebensentscheidungen nicht wirklich zufrieden aus. Mo Salah, den könnte man, glaube ich, könnte das auch zutreffen. Ah, da super, da sehen wir sogar ein Foto von Harry Kane in dem Alter, in dem er seinen ersten Titel gewinnen wird. Kleiner Scherz am Rande, aber im Grunde genommen ist es so. Bukayo Saka, Riyad Mahrez, auch die... Ja, Saka sieht ein bisschen weird aus, aber Mahrez und Kai Havertz. Ah, ja. Der sieht wirklich aus.
wie, ja, uralt. Und Olivier Giroud, der Kerl wird einfach immer schöner. Der Kerl, ganz ehrlich, stellt euch den so mit 80 vor. Alter Schwede, das ist objektiv gesehen ein richtig hübscher Mann mit 80 Jahren. Dass man das überhaupt noch sagen kann, unfassbar. Bruno Fernandes und Eder Militowski. Enzo. Oh, mit seinen blondierten Haaren, Xavi, mit diesen, mit dieser Spiky-Friese. Und Rodrigo, ganz in weiß gehalten. Ebenso wie David De Gea. Aber, oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt einer der Big Boys. Cristiano Ronaldo. Da zwingt sie ihm den Lacher auf. In 30 Jahren werde ich zu meinen Kindern dann sagen, guck mal, das ist der Cristiano Ronaldo, einer der Besten aller Zeiten. Ja, so sieht der jetzt aus, der kann gar nicht gut gewesen sein. Doch, der war gut. Marco Reus, blondierte Haare, wild. Garnacho, der ist doch gerade erst 18. Auch Sancho, das sind auch so junge Spieler. Die dann so alt zu machen, finde ich noch lustiger. Sterling Dembele. Dieser Gesichtsausdruck. Ruben Dias, auch der hat eher wenig Bock. N'Golo Kanté, das ist das erste Foto, auf dem ich Kanté nicht lachen sehe. Das ist irgendwie ein bisschen traurig sogar. Samuel Etoski. Es ist gute Musik auch noch am Start, so mögen wir das. Richarlison, Ibrahimovic. Ibra, ganz, ganz mit dieser Rotzbremse, mit dem Schnorris. Stabil. Sergio Ramos mit den Tattoos am Hals. Mario Balotelli. Ja. Der King is back. Vamonos. Ashraf Hakimi, Josko Gvardiol, der teuerste Verteidiger aller Zeiten. Aber da... Oh, sieht auch nicht so wirklich... Sieht so richtig aus wie so ein kroatischer... Ja, könnte denn jeder so vor Blocks oder so... Keine Ahnung, sind da Kroaten? Aber ich weiß nicht, aber so richtig kroatischer, da bekomme ich... Wenn ich in Kroatien Urlaub war, sehe solche Männer... Ja, definitiv. Da mit diesem grauen Bart, das fühle ich richtig wild. Isco sieht so aus, als könnte dir eine Versicherung andrehen. Ödegaard sieht... Weiß ich nicht, ob der jetzt 80 ist oder 12 oder 8, Baby und Ding. Und André Di Maria, brauchen wir wieder gar nicht reden, der sieht grauenhaft aus. Sorry, der sieht als hätte er 40 Jahre geraucht und jetzt aufgehört, ja. Ederson sieht auch aus, als würde er irgendwie Substanzen einschmeißen. Busquets, der sieht normal aus. Ronaldinho. Ronaldinho, der Baller mit der Frise und dem kleinen Bart dann. Ja, auch im Gefängnis oder auch im Ruhestand dann. In 30 Jahren noch. Casemiro. Gabriel Jesus. Alter, was ist das denn? Loki Vasquez und Anthony, der auch ganz, ganz böse reinguckt. Das muss man scheinbar. Das ist ganz, ganz wichtig. James Rodriguez, der spielt auch noch. Aha. Ich glaube, der spielt aktuell, ich glaube, irgendwo in Griechenland. Kaka. Coutinho, ich muss irgendwas trinken, sonst penne ich ja. Marquinhos, Phil Foden. Ja, die sehen alle noch halbwegs in Ordnung aus. Thierry Ori, auch der. Ja, sieht richtig aus wie der erfahrene Coach dann. Bellingham. Bellingham sieht aus, als würde er ein Schulfoto machen. Aber irgendwie ein bisschen ein weirdes Schulfoto. Hazard, der hat aufgehört. David Alaba, mein österreichischer Bruder. Direkt neben Lionel Messi. Natürlich, die beiden Goats nebeneinander. Und Hakim Ziyech, der hier die Zunge rausstreckt. Die drei Fotos nebeneinander sind eine sehr, sehr wilde Kombi. Alaba sieht aus, als würde er österreichischer Bundespräsident. Messi ist immer noch der Goat, auch wenn man da sieht man ihm auch nicht an, dass er Profifußballer war. Und Ziyech mit der Zunge. Wild. Leber, der hat sich hervorragend gehalten. Romero, Cancelo. Gavi, auch der ist gerade mal 20 oder so. Oder 19 und jetzt schon davon zu sprechen, wie der mal in 50 Jahren aussieht. Unfassbar. Ansu Fati. Ja, Ansu, ja. Ansu wird von dem Bild zu dem Bild halt einfach legit erstmal zu seinem eigenen Fati. Okay. Ich feiere mich für den Joke, ehrlich gesagt, gerade selber. Ja, es ist spät an es ist gar nicht so. Es ist 21 Uhr, aber ich bin, ja, das ist aber der beste Joke des Tages auf jeden Fall schon mal von mir. Sadio Mané, Pepe, der ist auch in 40 Jahren einfach 8. Nein, in 50 Jahren ist der 91 Jahre alt. Und der ist immer noch glücklich und wird wahrscheinlich immer noch für Porto in der Innenverteidigung kicken. Manuel Neuski, auch der noch am Stüssel. Tchouameni, Sergio Aguero.
Oh, der spielt jetzt auch schon 2 Jahre nicht mehr. Haaland. Bruder. Bruder. Ja, Rakitic sieht aus wie jeder Häftling in einem Gefängnis-Doku aus Amerika. Und Haaland, der sieht nicht gesund aus. Das sieht, das Kinn und die, so breit, das sieht nicht gesund aus. Pogba, oh je, das auch nicht. Kimmich immer noch bubihaft? Kimmich hat sich gut gehalten. Also wenn der so jung bleibt vom Gesicht, alles stabil. Auch Neymar. Auch Götze. Götze sieht ein bisschen aus wie Mario Basler. Und Vinny. Vinny hat sich gut gehalten. Bono hat sich gut gehalten. Luka Modric, auch der Altmeister. Na, okay, der hat sich eher ein bisschen schlechter gehalten. Der sieht auch nicht so wirklich gut aus. Asensio, Gerard Piqué. Aber alter Schwede, da waren schon einige wilde Dinge dabei. Und wenn dir das Video gefallen hat, wird dir auch dieses hier gefallen. Also hier klicken und jetzt gleich angucken.